Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Halli, hallo, hallöle! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Krypton. Mittlerweile die 8. Folge. Und. Ja! Ab geht's zur. Ja! Zur Pyramide. Ja! Los geht's. Und nicht zu vergessen, zu dem Willigerdorf. Ja, genau. Oh, warte kurz, ich habe noch Pfeile im Inventar, habe ich gesehen. Das liegt ja Gott sei Dank direkt dahinter. So. Los geht's! Let's go, Mario! So gab es sich eines Tages, dass sich TGW und Davidur auf eine große Reise aufmachten. Sie machten sich auf einer großen Reise haben die sich gegenseitig aufgemacht, was? Ja, nämlich das Hosentürchen. Den Hosenstall. Ist ja egal, was du sagst, das geht immer ins Perverse, ey. Dann haben sie den wilden Hengst haben sie rausgelassen. Okay. Wenn du meinst, dann bin ich aber nicht TGW. Und auch nicht David. Dann heiße ich irgendwie anders gerade. Ich bin schon wieder. Das hast du jetzt schon öfters gesagt. Sind wir immer noch in der richtigen Richtung? Nein, so. Also, und der beschwert sich über meinen Orientierungssinn. Hallo? Ja, der ist ja auch beschwerungswürdig. Nein, der ist wundervoll. Ja, ist ganz toll, ja. Ja. Ja, ja. Red's dir nur ein. Jetzt wird's dunkel, oder? Ja, schon irgendwie. Und jetzt sind wir in der Wüste. Oh, falsche Karte. Ja, ist das da die Pyramide? Ja, die große. Aber ich glaube, da war eh nicht viel Loot drin, oder? Egal. Geh mal trotzdem mal rein. Ich würde sagen, bei der bleiben wir zusammen, denn da sind Fallen und ja. So weiter. Also in der warst du schon drin, oder? In der kleinen war ich drin, ja. Gut. Los geht's. Okay. Das sieht nach Falle aus. Also das sah nach Falle aus. Wir hätten Fackeln mitnehmen müssen. Komm, wir gehen mal. Ich habe irgendwie Angst, hier irgendwas abzubauen. Wir schauen mal, ob es irgendwo auf der anderen Seite noch einen Eingang gibt. Es gibt 4 Eingänge, ja. Gut, dann schauen wir mal auf den linken Eingang. In den linken Eingang. Hä, da gibt's ja gar keine. Du laberst doch voll. Du glaubst mir auch noch, ey. Was ein Opfer. Ja, es gibt nur einen Eingang, oder was? Hä? Es gab bei denen immer 4 Eingänge, dachte ich. Egal, dann buddeln wir uns halt in die Wand. Ja, ist egal. Bist ja eh nur du, der verreckt. Nein. Ist nix. Ist ja voll lame, ey. Oh mein Gott! Sandstein. Hä, hey, was ist denn das? Du musst doch irgendwas sein. Du bist gut zum Sandstein farmen. Ja, ich brauche aber keinen Sandstein. Ja, ich auch nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Aber gut, dann schauen wir uns jetzt das Villager-Dorf an. Was ist das für eine Scheiße? Ja, vielleicht wurde das schon gelootet, kann ja sein. Hey, und der hat das dann ganz mit Sandstein zugebaut, meinst du? Ja, vielleicht. Mit Sicherheit. Nein, aber vielleicht war es nur der eine Raum. Der wurde schon gelootet. Das glaube ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Was ich jetzt noch versuche, ist, ich grab mich in die Spitze rein. Oh, hier sind Kartoffeln. Ja, kannst du mal mitnehmen, auch wenn wir die eigentlich nicht brauchen. Jo, leck mir am Arsch. Hier hätten wir das TNT gebrauchen können. Ha, ha. Können die Villager traden? Klar. Alter, leck mich am Arsch. Leck
mir am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich. Geht mal alle weg hier. Alle weg da, 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 weg da. War was in der Schmiede drin? Hab ich noch nicht reingeschaut. Okay, dann warte noch kurz. Halt, traden einen Emerald gegen 6 Melonenstücke. Oder 16 Raw Chicken gegen einen Emerald. Da ist aber ernsthaft nichts anderes drin sonst. Oh, ja, oh, das ist die Schmiede. Hallo, 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 Schmiede, hallo, Schmiede. Ich nehme einfach mal die Ofen. Warte, lass mich die Kiste öffnen. Alter, warum? Die ist leer. Ja, dann wurde sie schon gelootet. Oh. Hätte ich sie aufgemacht, wäre sie wahrscheinlich nicht leer gewesen. Ja, bestimmt, ja. Alter, aua. Alter. Alter. Erstmal hauen. Was ist das? Oh, voll cool. Hier sind von Flakespears Dings da. Sollen wir die mitnehmen? Ja, klar. Okay. Lass uns. Okay, ist nichts kaputt gegangen. Und den Ofen auch noch. Oh, da war sogar was drin. Oh, da ist ein Pissen auch noch. Der immer mit den Pissen, ja. Oh. Hä? Hey, hä? Waren hier nicht eben noch Ofen? Ja, die habe ich auch mit. Ach so. Oh, da ist ein Mini-Zombie. In einem kleinen Lapislazuli-Dagger. Alter, wie cool sehen die denn aus? Ey, die bieten hier Mana-Bohnen an. Ich weiß allerdings nicht, was die bringen. Aua. Mana-Bohnen? Oh, hier ist auch eine Kiste drin. Dann kannst du in dem Türen mehr Mana haben. Ist auf einmal... Achso, das war... Oh, achso. Taumonomikon, Feuerkugel, Glasflasche und Nitor. Du hast das Taumonomikon? Cool. Ja. Das ist gut. Dann müssen wir das nicht extra craften. Ich bin aber echt gespannt, was die Mana-Bohne macht. Die hat, habe ich nie rausgefunden. Da hatte ich in früheren Teilen von Thorncraft schon welche davon, aber habe ich nicht. Alter, wer ist ein Baby-Zombie drin? Komm, wir looten alles. Komm, die Mauer kommt auch noch mit. Gab am besten noch die Häuser alle weg. Ja, es war mehr oh, Enttäuschung wir haben, als. Wir haben hier noch ein Haus vergessen. Ach nee, gar nicht. Das war aber echt eine ziemliche Enttäuschung gerade. Alter, warum ruckelt das so? Ja, scheiße. Diese scheiß Pyramide, ey. Gibt's gar nicht. Das Einzige, was die gebracht hat, ist, dass ich jetzt eine Spitzhacke halb kaputt gemacht habe. Aua! Was will denn der von mir? Ich hab den nicht mal angeguckt, den Mizzet. Na komm her, du Lutscher. Wo ist er? Komm nochmal her, du Lutscher. Na, wo ist er? Hat nichts gedroppt. Doch, hat er. Oh, da hinten ist noch einer. Leuchtet da hinten. Ah, das ist wieder so ein Teil. Ja. Alter, das sind 4 Endermänner. Hilfe. Wollen wir zurückgehen? Ja, komm. Hier gibt's offensichtlich okay. Nichts mehr. Kurz J drücken, ob noch irgendwie was auf der Karte zu sehen ist. Nein, aua. Oh, hier reitet ein Creeper eine Spinne. Alter. Also eine Selbstmörderspinne. Harakiri-Spinne. Oh, ich nehme mir noch da die Witches mit. Hilf mir. Was? Ich hab noch 2,5 Herzen.
Hab's ja down gehauen, ey. Na komm, los. Ey, ich wollte noch die. Let's go back in business. Aua. Wir... Jetzt fehlt uns immer noch dieser scheiß Inksack, wa? Naja, wenn der werte Herr Hausjumper dann demnächst mal wieder online ist, frage ich den mal, ob ich mir da so einen leihen könnte. Geht's? Ja, ich hab... Jetzt, ja, jetzt geht... Alter, los! Draufkappen! Vorsicht! Alter, überall zischt's. Überall zischt's. Oh, meine Nase juckt. Okay, das war jetzt. Ja, das war jetzt nicht so geil. Naja, immerhin haben wir einen Tominomikon. Ist doch immerhin schon mal etwas. Und ein paar Sachen von diesem Dampfteil da. Braucht man. Warte mal. Warte mal. Nee, braucht man nicht. Advanced? Wo ist denn der da? Scheiße, da braucht man den, oder? Fuck! Was denn? Was denn? Da braucht man tatsächlich einen Tintensack. Ja, klar! Ja, für einen normalen braucht man nämlich keinen. Was meinst du, warum ich die ganze Zeit einen suche? Komm, dann lass erst noch schnell die Zimmereinteilung machen, dann hören wir auf für heute, oder? Ja, das geht sich dann auch noch schön aus. Gut. Warte, dann nehmen wir am besten Erde dafür erstmal. Ich hab eh noch ein bisschen Erde, aber reicht wahrscheinlich nicht. Die gute alte Erde. Ich pack mal die Boiler-Sachen da rein, ja? Ja, mach mal. Ich hab die in der anderen auch noch. Deck die am besten. Ja, zu spät. So, also ich würde als erstes hier einen Flur machen. So. Dann haben wir nämlich auch das Problem da mit der Wand nicht. Dass das scheiße aussieht. So. Dann. Also entweder lässt man das dann hier noch auf den Raum zulaufen. Oder man macht das so, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich glaube am besten auf den Raum zulaufen, denn sonst kommt man hier mit den Fenstern in die Quere. Und die Frage, was machen wir dann hier für einen Raum hin? Und dann machen wir das hier mal zu. Boah, diese Fackel, die steht auch in meinem Weg, ey. Dann. Hast du noch Steinziegel? Nein, aber drei Öfen. Ah, schade. Drei Öfen, wollte ich sagen. Nicht drei Öfen. Oh, da ist ein Creeper. Wieso ist da ein Creeper gespawnt? Der dürfte da eigentlich gar nicht sein. Oh, wir haben noch einen. So. Ja, morgen machen wir dann noch die zweite Etage hier, logischerweise. So. Ich hab Steinziegel, ich hab Steinziegel, ich hab Steinziegel. 6 Stück reichen. Dann wow. Lass die mal hier hinten. Hier hoch, so. Wo? Da in die Lücke. So? Mhm. So? Ja, und auf der anderen Seite auch. Ach so. Was soll das denn jetzt? Auf welcher anderen Seite?
Ja, da Ach so, drüben. die da, die andere Seite. Ja. Oder ist es? Ja. Ja, und wie machen wir das denn jetzt hier mit den Zimmern? Also logischerweise muss irgendwo natürlich auch noch eine Treppe nach oben, ne? Und Ja. die würde ich am besten nicht an der Wand machen, denn sonst kommen wir auch mit den Fenstern in die Quere. Wir könnten. Man könnte sie rein theoretisch hier runterlaufen lassen und dass man sonst außen vorbeigehen muss. Ja, ich hab auch überlegt, dann macht man vielleicht hier die Treppe. Ach so. So. Und dann macht man das, gehen wir da weg. Hier zu. Oder nee, warte. Da braucht man ja eigentlich nicht. Dann kann man ja wie vorher machen. Dann machen wir da in die Treppe rein. Und Aber dann schaut das machen nicht wir. scheiße aus, wenn die quer ist? Wie sollte das scheiße aussehen? Ja, wenn du. Hier ist ja eine Wand. Man kommt halt rein und läuft auf eine Treppe zu. Wir Ja, können ihn aber wenn die natürlich auch so quer. in die Richtung da hinten hochgehen lassen. Ja, so hab's ich gemeint Oder eigentlich. von der anderen Richtung. Ja, ich glaube, das ist sogar besser. Und mit Half Slabs oder mit Treppen? Ich würde schon normale Treppen nehmen, sonst braucht das viel zu viel Platz. Ja, okay. Dann fangen wir am besten hier so an, so. Wir machen dann hier. So. So. Aber dann sieht das auch. Ja, okay, dann Ja, machen wir dann halt willst du die einfach. vier breit machen? Ja, will ich. Ja, aber wie kommt man da? Da kommt man überhaupt nicht mehr vorbei. Wie? Oder willst du hier reinkommen? Ja. Aber okay, und hier wäre dann sowas, oder was? Ja. Okay, ich hätte Warte, ist da ein vorgeschlagen. Fenster? Nee, ja gut, was? Ich hätte vorgeschlagen, warte, ich hol mal Half Slabs, ja. Oder ich brauche keine Half-Slips, aber. Ach, du meinst, dass man die nur zwei breit macht und Ge dass man dann Upsala. da. Ja. So. Und ich hätte die halt mit Half-Slips gemacht, damit sie sich so steil hochgeht. Aber dann bräuchte man. Warte. Weißt du was, ich hol jetzt Half-Slips. Aus welchem Material machen wir denn? Weiß nicht. Ja, die würde dann sieben lang sein. Sieben Blöcke lang. Also wo wäre sie denn unten, wenn man sagt, man geht in die Richtung hoch? Wo würde sie denn Da. anfangen? So. Wie geht denn bis zur Wand? Lass die Erde einfach stehen, ich baue die ab. Ups. Hä? So. Also, die muss jetzt nicht aus dem Material sein, ne? Aber das waren jetzt die einzigen Half-Slips, die ich jetzt hatte. Das hätte ich schon da. So.
Ist das dann zu lang, findest du? Ich finde, das passt. Das sieht aber blöd aus. Dann guck mal, wenn man jetzt hier reinkommt, dann hat man direkt so eine Treppe vor der Fresse. Ja, man könnte rein theoretisch noch in die andere Richtung machen. Ja, ich hätte es. Ja, ich glaube, das wäre besser, wenn man das in die andere Richtung macht, wenn dann. Also dann würde es vielleicht gehen. Ja, doch, okay. Oder man macht sie mit Microblocks und schaut, wie sich da irgendwas machen lässt. Ja, komm, dann aber das müssen wir ja nicht mit dieser Folge machen. Ja. Wir sind jetzt auch schon bei 20 Minuten. Markieren wir es einfach mal hier, fängt das dann an, die Treppe. Dann haben wir aber wieder das Problem. Was machen wir dann hier hinter? Warte. 7 Blöcke war das lang, wa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also man könnte hier schon was dann noch machen. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das so geht, dass man dann hier gerade nach oben machen kann. Hoffe ich. Ja, müsste gehen. Dann hat man hier noch was. Was brauchen wir überhaupt für Räume? Schlafzimmer? Wohnzimmer? Küche? Weißt du, was mir gerade einfällt? Wo machen wir dann die Treppe nach unten in den Keller? Was will eigentlich dieser scheiß Enderman von uns? Es ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, die beantworten entweder in der nächsten Folge oder offline, weil wir sind schon ein bisschen drüber und ich kann mir das einfach nicht leisten, wenn die Folgen so lang wären. Okay. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, einmal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann wäre es auch schön, wenn ihr abonnieren könntet oder würdet. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.